Ja, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute das Wohnimmobilienkredit und das Finanzaufsichtsergänzungsgesetz. Die Kollegen haben ja schon entsprechend die Details aufgeführt. Lassen Sie mich jeweils zwei Punkte vor die Klammer ziehen, bevor ich dann auf eine grundsätzliche Frage des Aufsichtsrechts eingehe. Aber ich glaube, wir sind uns heute einig, dass wir ein Gesetz für Deutschland machen und nicht für die USA. Und darum sollten wir die USA nicht permanent heranziehen, wo sie in manchen Grundstrukturen gar nicht vergleichbar sind, auch wenn es als Horrorgemälde für den anstehenden Wahlkampf wunderbar geeignet scheint. Zweitens, meine Damen und Herren, sollten Gesetzgeber Gesetze machen, immer im Blickfeld dann, was am Schluss rauskommt, vor Gericht. Und darum sollten wir das nicht vom Tisch wischen, sondern wenn es hier Unsicherheiten im Markt gibt, verursacht durch den Gesetzgeber, dann ist es angebracht, auch zu korrigieren. Das tun wir heute. Und wir tun das, meine Damen und Herren, weil wir gemerkt haben, weil das die Rückmeldung war, dass Senioren, dass Niedrigverdiener, Herr Kollege Trost, dass junge Familien Schwierigkeiten haben, Immobilien zu finanzieren. Ich höre regelmäßig auch von Ihrer Seite, das ist etwas, was wir eigentlich fordern. So, das war die Folge dieses Gesetzes. Und darum, meine Damen und Herren, wenn wir diese Korrektur heute machen mit der erhofften Wirkung, dann ist das ein Sieg für junge Familien, für Senioren und für Menschen mit niedrigem Einkommen in Deutschland und nicht für die Bankenlobby. Ich rede über den ersten Teil. Und das ist, weil regelmäßig hier gesagt wurde, dieses auf eine Seite zu machen. Wir machen Gesetze hier für die Bürger in Deutschland. Und wenn manche Fraktionen hier meinen, sie müssen eben für junge Familien und für Senioren und Menschen mit niedrigem Einkommen keine Politik machen, dann nehmen wir das so zur Kenntnis, finden es aber schade. Das Thema zum Aufsichtsergänzungsgesetz, da hat die Kollegin Tillmann entsprechend vorgegeben, welche Instrumente wir zukünftig für die BaFin verwenden wollen. Aber meine Damen und Herren, neben diesen Instrumenten, die wir diskutiert haben, halte ich es schon für grundsätzlich wert, darüber nachzudenken, welchen Paradigmenwechsel wir mit diesem Gesetz einführen und wie wir diesen möglicherweise weiterentwickeln. Das, was bei diesem Gesetz neu ist, dass wir ausgehend von dem Ausschuss für Finanzstabilität, von den Empfehlungen hier der BaFin ein Instrument an die Hand geben, dass, wenn eine Blase drohen sollte, also noch nicht da ist, aber drohen sollte, hier entsprechend makroökonomisch präventiv gehandelt werden kann. Genau, das ist das Entscheidende, Herr Kollege Trost. Darum war ich immer verwirrt, wenn man von den USA in diesem Bereich spricht. Aber wir sollten dann auch darüber nachdenken, weil ich halte diesen Ansatz für diskussionswürdig grundsätzlich, dass wir sagen, wir können nicht alles gesetzgeberisch regeln. Die Kernfrage, die sich doch dahinter verbirgt, seit der USA-Krise, da ist eine Flut von Gesetzen losgetreten. Ich habe bis jetzt keinen gefunden, der mir gesagt hat, letztendlich können wir alle Eventualitäten durch Gesetzgebung erfassen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir eben auf der einen Seite dem Aufseher präventiv, dass der entsprechend flexibel reagieren kann, das Instrument an die Hand geben, aber gleichzeitig, wie es auch in dem G20-Vorschlag drin ist, die Gesetze überprüfen, die möglicherweise noch nicht zu dem geführt haben, was wir an Finanzstabilität uns erwarten. Also es kann ein Paradigmenwechsel sein. Ich denke, wir sollten diese Diskussion fortführen und darum halte ich auch zwei Elemente für richtig. Die BaFin an sich soll hier frei sein in ihrer Agieren im Markt, aber nicht vogelfrei, sondern sie braucht eine entsprechende Legitimation gegenüber dem Deutschen Bundestag. Darum haben wir entsprechend die Berichtspflichten der BaFin, wenn ein solches Instrument geschaltet wird, gegenüber dem Deutschen Bundestag, dem Finanzausschuss, reingenommen, und zwar damit dann dieses Instrument erklärt wird, warum es gemacht wird, welche Auswirkungen erwartet werden und damit darüber debattiert wird. Und ich halte es für dringend notwendig, dass es mit dem Ausschuss für Finanzstabilität einen regelmäßigen Dialog gibt, und zwar nicht nur in der Form, dass uns das entsprechende Papier, die entsprechende Meinung übersandt wird, sondern dass die in den Ausschuss kommen, uns mit drüber diskutieren, was erwarten sie im nächsten Jahr in der Entwicklung im Finanzmarkt, um dann eben eine entsprechende Einschätzung zu haben und damit eine gewisse Stabilität für Verbraucher, für Gesetzgeber und für die Finanzindustrie bekommen. Ich glaube, wir können hier einen guten neuen Anstoß geben und sollten das andere durchaus kritisch weiter begleiten. Und letztendlich nochmal, es ist ein guter Tag für diejenigen, die sich zukünftig mit niedrigen Einkommen als junge Familien und Rentner entsprechend Immobilien finanzieren wollen.
Stimmen Sie doch zu, dann ist es ein Signal an diejenigen, die sich entsprechend hier etwas leisten wollen. Besten Dank. Schluss dieses Tagesordnungspunktes.